Was haben wir hier? Guy Realman. Rezeption braucht besseren Computer. Okay. Wir sind ein Erwachsener in deiner... Was? Wir sind ein Erwachsener in deiner Firma. Was bedeutet das? Okay. Wir haben eine sehr wichtige Aufgabe für dich. Wir brauchen einen PC, auf dem man Hearthstone spielen kann. Morgen kommt ein großer Kunde aus Texas, USA und der will pronto Hearthstone spielen. Pronto ist schnell wie penibel. Außerdem musst du eine GeForce GTX 69 Gaming 4G LE Grafikkarte. Ich werde an der Stelle nichts zu dem Schreibfehler sagen. Und ein ISO 21 GG HDD installieren. Und hier ist ein Gehäuse zum Benutzen. Nein, echt? Ein Gehäuse? Was? Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Bezüglich meiner ursprünglichen Anfrage... wir sollten natürlich noch das lesen. Enttäusche uns nicht. Erledigt das aber pronto. Bezüglich meiner ursprünglichen Anfrage möchte ich auch ein Hearthstone Hintergrundbild, weil es einfach so nice ist und die Sorte... Was? Und die Sorte... Sache, die Leute aus Texas, USA bestimmt mögen. Okay. Bezüglich unserer zwei ursprünglichen Anfragen gibt es ein Gerücht, Gott, dass sich zwei Kinder in einem langen Mantel in das Gebäude schleichen wollen. Wenn du sowas siehst oder hörst, musst du es mir sofort melden. Direkt mir. Okay? Du machst das toll. Also weiter so. Ja, gut, ne? Ach, das ist nur ein Case. Gut, ne? Ein Hearthstone-PC wollte. Da muss eigentlich alles gehen. Da geht alles. Ne, sonst steht hier nichts drin, großartig. Ja, genau. So, dann bekommt ihr natürlich... Ne, ihr bekommt tatsächlich... An einer Stelle zumindest mal mehr, als ihr verdient habt. Ihr bekommt nämlich tatsächlich ein AMD-Bild an der Stelle. Mit einem sehr viel zu teuren Mainboard wahrscheinlich. Gerade für so ein Case. So. Hier viel Spaß mit eurem Ryzen 3 1200. 8 GB RAM, aber nicht, weil wir sie brauchen, sondern einfach nur, weil wir... Ja, es fühlt sich schlecht an, wenn wir ein RAM-Kit haben und nur einen Riegel davon jetzt hier verbauen würden. So. Ja, aber ihr habt gesagt Mindestanforderungen. Ja, steht nichts dazu, sprich... Muss nur laufen. Ihr wollt aber bestimmt... die exakte Grafik hat und wahrscheinlich auch die exakte HDD, was ein bisschen blöd ist, weil die HDD haben wir so nicht. Und die 69 4G LE wahrscheinlich auch nicht. Wir nehmen alles zurück, wir haben die 4G LE. Die haben wir tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Das ist es, sie wird wahrscheinlich nur noch nicht erkannt, weil der PC halt noch nicht, ne, fertig ist. So, schauen wir mal, was wir für ein CPU-Kühler hier verwenden. Prinzipiell könnten wir hier jetzt noch ein bisschen mehr sparen, als wenn wir den nehmen, aber den finde ich halt, na, der passt nicht wegen RAM. Sekunde, wir können ja mal schauen, vielleicht können wir den RAM auf den zweiten Slot tun und den anderen dann auf den vierten und das passt. Weil dann würde ich den gerne verwenden. Den finde ich nämlich echt hässlich. Aber das sieht man halt bei dem Case nicht. Deswegen wäre es okay. Sehr schön. Und es passt tatsächlich sogar ein bisschen zum roten Theme mit der Grafikkarte da. Also so schlimm ist gar nicht. Auch wenn es definitiv nicht schön ist. So, trotzdem brauchen wir noch das Netzteil. Und so langsam sind uns tatsächlich die 450 Watt Netzteile ausgegangen. Hätte nicht gedacht, dass das so schnell passiert.
Aber ja, ist es. So, dann bräuchten wir jetzt einmal die 120 GB Mortoni-Platte. Ja, 120. Ne, ist drin. Ja. Und dann bräuchten wir noch die 450 Watt VGA B3. So, dann machen wir natürlich direkt erstmal mit dem nächsten Rechner weiter. So, was haben wir hier? Ah, nur eine Mail. Ist tatsächlich möglich? Ich will dich nicht mit Details langweilen, aber ich habe nun einen voll finanzierten Plan für ein neues Büro. Auf dem Mond. Ich habe meinen Vorgesetzten sofort informiert. Du hättest sein Gesicht sehen sollen. Absolut köstlich. Sicher ist sowas teuer, unpraktisch und im pathologischen Maße wahnsinnig, aber es spielt keine Rolle. Nun muss ich meine Planung nur noch dem CEO überreichen und dann bin ich dieses absurde Projekt endlich los. Was für ein Ritt und tausend Dank für deine Unterstützung. Selina Layton Talents, Junior Buchhalterin, Buchhaltung. Okay, klar. So, was haben wir hier? Von Hiram Arnott. Immer ratloser Trovati, okay. Ich habe jetzt alle Sicherheitskopien und auch jeden Aktenschrank durchkämmt. Es gibt keine Aufzeichnungen von Calogero Trovati. Arbeitet ihr überhaupt hier? Keine Ahnung. Ist nicht mein Problem. Oh Gott, haben wir die Quest bei ihr tatsächlich auch geschafft? Ich glaube, dir mitteilen zu müssen, dass die Jünger von Garan Geschichte sind. Wir haben unsere Computer verbunden und mit den Gesängen und Ritualen angefangen, aber nach 6 Stunden, ohne dass etwas passiert ist, sind die anderen nervös geworden. Sie haben darauf bestanden, die Schriften selbst zu lesen und das war das Ende. Es heißt eigentlich gar nicht Garan, sondern Garantie. Die Schriften sind nur ein paar Seiten, die ich aus dem Heftchen gerissen habe, das einem Fernseher beilag. Erstaunlich, wie arkan alles klingt, wenn man nur ein paar Wörter ändert und eine Robe mit Kapuze trägt. Trotzdem war das alles ein sehr nützliches Experiment. Eines der erfolgreichsten Projekte, die unsere Abteilung je durchgeführt hat, glaube ich. Und ohne deine Hilfe wäre es unmöglich gewesen. Nein, wirklich. Wie du die ganze Zeit mitgespielt hast? Einfach genial. Es wären niemals so viele Leute beigetreten, wenn du mich nicht unterstützt hättest. Bis dann, mein Kind. Ich hoffe, ich werde gefeuert. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. So, was haben wir hier? In die Sonne. Ich habe es vergeigt. Na super. Bei dem Versuch, ihn woanders hinzustellen, habe ich meinen PC fallen gelassen. Ich glaube, der RAM hat etwas abbekommen. Jedenfalls kriege ich ständig Fehler vom Speicher. Und wenn du ihn austauschen musst, könntest du mir dann vielleicht 32 GB einbauen? Vielen Dank. Benötigt bis zum 10. März. Okay, das kriegen wir hin. Ja, ich weiß, tut mir leid wegen der Sache mit haben meinen PC fallen lassen. Seit der Party bin ich total von der Rolle. Meine Güte, die Party, ich war so ein Vollpfosten, aber damit war ja zu rechnen. Ich habe Lea sofort gesehen und sie war dermaßen hübsch. Da hat's mir komplett die Sprache verschlagen. Ach, hallo, du hast mich erst einmal gesehen, aber dann habe ich dir 2 schräge E-Mails zugeschickt und seitdem gehst du mir nicht mehr aus dem Kopf. Lust zusammen was trinken zu gehen? Naja, so bin ich eben bei den Leuten geblieben, die ich sowieso kannte. Bis sie zu mir rüberkam. Sie war so nett und freundlich und ich war derart nervös, dass ich mich nicht darauf konzentrieren konnte, was ich sagte. Irgendwann hat sie mir dann diese süße kleine Halskette in die Hand gedrückt und ich habe sie zerstört. Echt, ich hatte das Ding kaum berührt und da zerbrach schon 2 Teile. Ich habe sie ihr direkt zurückgegeben und bin einfach nach draußen gerannt. Tja, ich schätze, jetzt hasst sie mich. Wenn ich nur wüsste, wie ich das wieder gut machen kann. Wie gesagt, denen ist echt nicht mehr zu helfen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, denen ist nicht mehr zu helfen. So, RAM ersetzen wollen wir hier. 8 GB, 3200 MHz. Und da müssen mindestens 32 GB rein. 3200, Trident, Zed Royal, 1, 2, 3, 4. So, das bräuchten wir alles bitte noch heute.
Bräuchten wir eigentlich. Ja, wir bräuchten eigentlich auch noch ein paar Mainboards. Sekunde, ich würde mal kurz ein paar Z690 Boards. 590 meine ich natürlich. 690, das ergibt keinen Sinn. Z590 Boards ein paar kaufen. Werden wir bestimmt in naher Zukunft noch ein paar brauchen. So, kommen wir noch das hier. Und das hier. Ich glaube, sonst brauchen wir gerade tatsächlich nicht wirklich viel. RAM werden wir wahrscheinlich wieder brauchen, wenn wir uns das Gebrauchzeugs gekauft haben. Aber es wird noch ein bisschen dauern. So, das hier ist auch der PC von Inti, sehr schön. Da würde ich direkt einfach mal gerade mit anfangen, weil das ein super leichter Auftrag ist, wenn wir da tatsächlich nur den RAM austauschen sollen. So. Haben wir gerade mal einen kaputten RAM verkauft. Und dann können wir hier gerade direkt den neuen einbauen. Na, hier nicht, sondern hier. Sehr schön. Ah, das glänzt doch schick. Nicht, dass der den Trident Set Royal bräuchte, aber jetzt hat er ihn halt. So, Sekunde, wir stellen den auch nochmal ein bisschen schicker ein. Ach, du hast sogar schon die Software drauf. Sehr gut. Ah, das ist doch okay. So, sonst haben wir hier nichts. Nö. Gut. Das hätten wir. Dann kommen wir natürlich direkt zum nächsten Auftrag. So, das wäre dann erstmal der hier, wo wir nur noch die HDD installieren müssen. Wo haben wir sie? Hier unten. Ah, jetzt hat er auch die Grafikkarte dann erkannt. Sehr schön. So, muss natürlich noch ein Betriebssystem drauf. Das ist mir klar. Dann müssen wir noch gerade installieren. Und währenddessen können wir eigentlich hier schon mal ein bisschen ne, bauen. Ah ne, hinten muss ich ja gar nicht mehr hin. So, müssen nur noch hier die Front. Viel Spaß mit einem Rechner, der eigentlich auch ziemlich schlecht ist. Aber hey, wir werden mal ein bisschen unserer alten Hardware los. So, ein 7700K. Der eigentlich gar nicht so unglaublich schlecht ist. Klar, er ist mittlerweile durchaus überholt. Ne, gerade durch die relativ wenigen Kerne, aber er ist jetzt kein schlechter Chip. Immer noch. Nicht. So. Allerdings kann er schon, ja, wenn man Ryzen 5 aus irgendeiner Generation bekommt, ist das schon besser. Insofern, da macht man halt schon Abstrich. Wir könnten hier tatsächlich diesen gigantisch großen Kühler einbauen, wenn wir wollen. Oder den hier, der ist auch gigantisch. Allerdings müssen wir ihn nicht übertakten und der hier ist der schwächere, sprich den bauen wir hier ein, würde ich sagen. Der sieht zwar echt sehr, sehr riesig hier in dem PC aus, aber hey, passt schon. So, dann schauen wir mal, was wir hier für eine SSD verbauen. Ist prinzipiell eigentlich egal. Nehmen wir einfach. Ah nee, warte, ich glaube, wir müssen sogar eine 240 GB nehmen, mindestens. Dann nehmen wir die hier. Na, müssen wir doch nochmal auf die Rückseite, ne? Ja. So. Und da vorne auch zu. Dann brauchen wir natürlich noch ein Betriebssystem. Hier würde ich tatsächlich auch gerne eine Beleuchtungssoftware installieren. Dann bräuchten wir Avostone. Und ich glaube, ihr wolltet noch ein Hintergrundbild dazu, oder? Ja. Genau. Machen wir das mal schnell. Oder schnell ist so eine Sache bei dieser HDD. So, da hatten wir allerdings Beleuchtungssoftware installiert. Dann
Wo haben wir es? Mugshot und Capital. Da haben wir es. So, das hier ist total okay. Sieht man ja sowieso nicht von außen. Hearthstone läuft, natürlich. Bräuchten wir noch das Hintergrundbild. Da haben wir das. Hier müssen wir auch noch kurz die Beleuchtung dann anpassen. Ah, ja, weißt du was? Nehmen wir einfach rot. Das passt eigentlich ziemlich gut. So, Capital läuft. Mugshot läuft auch. Ne, da dürfte sich ja eigentlich auch niemand beschweren. Obwohl ich gar nicht sicher bin, haben wir überhaupt so viel Geld für den... Okay, wir machen so viel Geld gar nicht bei dem Rechner. Naja. Haben wir jetzt halt ein klein wenig Verlust, aber gibt Schlimmeres. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, wie wir den mit viel Gewinn hätten bauen sollen. Da müssten wir schon halt nur gebrauchte Hardware nutzen und das war uns nicht möglich. Aber wir haben es trotzdem irgendwie gepackt. So, kassieren wir mal unser Geld. Danke, du bist ein Schatz. Mit diesem PC kann ich endlich meinen Traum verwirklichen und zum Grafik-Ninja werden. Ja! Okay. So, was haben wir da? Huh? Was? Kannst du wohl Hearthstone ausführen? Sekunde, ich sehe gerade, wir haben hier nicht zugemacht. Aber, hä? Da stand... Ah, nee, Empfohlene kann er wahrscheinlich nicht, aber da standen nirgends Empfohlene. Da stand nur, auf dem man es spielen kann. Es hieß nie... Jetzt bin ich beleidigt. Weil da reicht uns CPU wahrscheinlich nicht. Uns hat niemand gesagt, dass es gut laufen muss. Na toll. Na toll. Gehen wir den mal ab. Danke, dass du für mich in Ordnung... dass du das für mich in Ordnung gebracht hast. Sag mal, weißt du zufällig, ob Lea Spiele mag? Nur so eine Idee. Eventuell. So, ich guck schon mal, dass wir in Ryzen... 1400 kaufen. Den werden wir wahrscheinlich brauchen. So. Wo haben wir es? Da. Das ist ein Bullshit. Uns hat niemand gesagt, dass wir diese Anforderungen erfüllen müssen. Sonst hätte ich natürlich das System nicht als AMD-System in dem Fall gebaut, sondern als Intel-System mit, was weiß ich, irgendeinem i3 oder so, den wir haben. Das ist schon ein bisschen blöd, finde ich. So, $464, die wir hier ausgegeben haben, streng genommen. Immer noch drunter bei dem, was wir einnehmen, aber ist nicht mehr so geil. Ne, ich hätte gern halt einen Ryzen 3 1200 losgekriegt. Das wäre schön gewesen. Aber naja. Hammer! Danke für den nicen Hearthstone-PC. Wir beide lieben das Teil. Ne? Mehr brauche ich nicht sagen. Ich würde sagen, wir kaufen einfach gerade nochmal hier ein bisschen bei Uncle Tims Wagenbasement ein. Wir können es uns ja prinzipiell im Moment gerade leisten noch. Wird wahrscheinlich dann morgen schwierig, den Ingame-Tag irgendwie rumzukriegen, weil wir so wenig Geld haben, aber hey, passt schon. Lieferung nächster Tag, genau. Ist sowieso schon teuer genug. Und natürlich haben wir jetzt wieder die E-Mail gekriegt. Oh, verspätete Lieferung. Sag ich ja. Gut, aber ich würde sagen, das soll es erstmal von dem heutigen Part hier bei PC Building Simulator gewesen sein. Lasst mir doch noch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort zurück. Bis dann und ciao.